Herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario und wir gehen durch diese Tür. Den Schlüssel haben wir ja hier in einem der Fallenlöcher gefunden. Und wie wunderbar, ihr seid nun hier. Ich wusste, ihr kommt her zu mir. Hallo Mimi. Helden, lauft nicht weg, bleibt hier bei mir auf diesem Fleck. Die Sterne führten euch hierher. Oh, wie schön, das freut mich sehr. Bist du wirklich Mimi? Oh weh, was willst du damit sagen? Ach, man möchte glatt verzagen. Ihr seht mein liebliches Gesicht und glaubt mir trotzdem nicht. Ah, ich stelle euch der Fragen drei Antwort von der Leber frei. Seid ehrlich und belügt mich nicht, sagt mir die Wahrheit ins Gesicht. Seid ihr bereit, es ist Fragenszeit. Welcher von den dreien bereitet euch die größte Pein? Klubba, kenne ich auch irgendwo, ja? Klubba. Also dieser da, der macht der meiste Angst. Und welcher dieser fiesen drei macht euch Knie glatt zu Brei? Das macht euch vor Furcht ganz kalt und heiß. Ach, wie gut, dass ich das weiß. Ach so, warte mal, scheiße. Zuwider wie falsch gesungene Kinderlieder. Welcher hier sind euch zuwider wie falsch gesungene Kinderlieder? Ja. Ach, wie war das? Heiter, aber ich muss weiter. Doch keine Angst und seid nicht bang, wir sehen uns bald, dauert nicht lang. Ich hätte mir da jetzt die Items geben lassen können. Die macht da nämlich jetzt, verdammt, das kann man sich nämlich leicht oder schwer machen. Jetzt kommen hier nämlich Goombas. Ne? Da hätte ich jetzt auch einen Klubber haben können oder was auch immer das ist. Dann müsste hier jetzt ein Hammerbruder kommen. Genau. Ja, Moment. Der kann sich nicht drehen. Nein, kann er wirklich nicht. Gut. Knüppel. Ey, lauf mir nicht weg. So, den hauen wir mal auf den Kopf. So, und jetzt müsste eigentlich ein Suselwusel kommen. Da ist es. Und es ist auch noch Gold. Ah, Suselwusels kennt man übrigens aus anderen Paper Marios auch noch. Ah, jetzt komm her, du Sau. Oh, wie fies. Ich möchte den haben. Ich muss vom Weiten immer drauf springen. So, Moment. Nein. Ah, oh, verdammt. Ich krieg den. Ja, sing du nur. Ah, die haben so viele KPs. Und die sind in den anderen Paper Marios auch mal geflüchtet. Ah. Nein. Verdammt. Sing! Ah, sing doch! Moment, ich gehe ein bisschen weiter weg. Ich möchte den haben. Ah, geht doch, weil die geben ohne Ende Kohle. So. Lohnt sich wenigstens, die kaputt zu machen. Oh, Yeek! Wie kann das sein? Unmöglich! In diesen Räumen war alles, was ihr hasst. Wie seid ihr da durchgekommen? Ist er denn natürlich? Ihr fiesen Gemeinis habt mich angelogen. Oh. Wie kannst du es wagen, uns Vorträge zu halten? Du hast gerade Merlin und Merlin nachgemacht, um uns in die Fallen zu locken. Du solltest dich schämen. Ich mich schämen? Ich kriege gern, was ich will und ich tue alles dafür. Du musst doch ständig gerettet werden. Dafür solltest du dich schämen. Du hast eine ganz schön große Klappe, wenn deine kleinen Beschützer hier sind. Du... Also gut, wenn du es so willst, sollst du bekommen, was du verdienst. Und Prinzessin Peach, ihr werdet doch nicht... Haltet euch da raus. Ich bin eine Prinzessin und sie hat mich beleidigt. Ihr mischt euch nicht ein. Kapiert? Yeah. Och, das süße kleine Prinzessin will sich ganz allein mit mir anlegen. Deine kleinen Freunde hier werden sicher traurig sein, wenn ich mit dir fertig bin. Mimi, 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 Mimi. Och nein. Creepy Mimi ist wieder da. Ja, verwandel dich schneller. Mimi! Versuche nicht zu heulen oder deine Schminke wird verlaufen. Moment. Donnerzorn! Das kann ich schütteln. Controller schütteln kann ich. Die einmal nur.
Powerblock machen wir auch nochmal. Der tut auch noch gut weh. So. Pow. 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 Ich mach die mit Items, weil mit Prinzessin ohne Items, das geht nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie viel die hat. Okay. Okay, okay, okay. Nein, daneben. Volle Pulle, yay, super, super, super. Ich hoffe, das tut dir gut weh. Hier, ja, 12 Schaden, 16, 20, schön. Mir ist ein Bein abgefallen. Jetzt macht die das auch noch. Jetzt geht die auch noch voll am Rad drehen. Was macht die da? Alter. Hilfe. Was denn jetzt? Macht sie wieder ihre Beine. Ich habe keine Items mehr, ist mein Problem. Kann ich? Moment. Wofomit? Ja. Nimm deine eigenen Rubine. Oh, wenn ich treffen würde mit den Dingern. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht mit den Dingern. Die wirft zu komisch. So, geht doch. So. Na, geht doch. Alter, was geht mit dir? Kannst du davon keinen nehmen? Das ist schlecht. Kann ich dir einen klauen? Warte, dann nehmen wir jetzt mal den Hammer. Oder nee, warte, wir machen das anders. Wir nehmen mal Pixo. Das tut ihr nicht weh, verdammt. Dann nehmen wir da Wurfvogel, bei dem brauchen wir gleich. Hui! Kannst aufhören. Jetzt schießt die Dinger wieder, damit kann ich dann was anfangen. Dich bist du ja nicht schwer, du dauerst nur ewig. Ups. Pack die Rubine aus. Nein, gib mir den. Die wirft so komisch. Jetzt habe ich in die falsche Richtung geworfen. Aua, und ich lande auch noch auf dem Ding. Und jetzt wirft die gar nicht. Was soll das denn? So. Nochmal. Kann ich dich auch so nehmen? Mach nicht wieder deinen Kack. Och, Mädel. Nee, genau, mach das. Pack die Rubine aus. So. So. Gib mir noch mehr Rubine. Los. Ah. Ah. Komm auf. Treffe ich nicht. Nein. Ah, verdammt. Ja, mach das halt. Ist ja egal. Das ist ja auch langweilig. Kann ich denn mit dem Hammer? Treffe ich nicht. Das ist mein Problem. Ach komm. Das macht doch keinen Spaß mit dir. Du bist ein doofer Boss. Der erste anspruchsvolle Boss, will ich mal so sagen. Will ich jetzt mal so behaupten. So, jetzt habe ich das auch raus. Bitte werfen. So, geht doch. Oh. Das konnte ich sie doch nehmen. Komisch. Lass mich durch. Scheiße. So. So. Kannst du jetzt mal sterben? Oh, das Piepen geht mir jetzt auf den Sack. Moment. Nehmen wir den. Ah, ach so. Neige wie beschrieben. Oh, das ist sogar mal Abwechslung. Ja, okay, noch nicht ganz. Ja, doch, ein bisschen Abwechslung war drin. So. Ah. Ah. Ach. Ach. Ich meine eine Munition. Danke. Nein, das treffe ich nicht. Ich nie treffe, wenn ich muss. So, könntest du jetzt mal sterben? Oh, du nervst. Wie viel KP hast du denn? Du wirst ja auch nicht schneller oder so. Jetzt? Aua, der bringt mir ja nichts, wenn ich dich hochhebe. Au! Nicht getroffen. Ich mach dir wieder das. Jetzt
treffe ich auch nicht. Ah! Habe ich den Stein dann noch? Nee, der ist schon weg. Schade. Ah, Mimi. Du bist nervig. Verdammt nervig sogar. Und ich treffe nie, weil diese komisch wirft, die Doofe. So. So, kann ich jetzt mal hier ein Ende finden mit dir? Ja, ist gut. So. Und dann läufst du sofort wieder. Das ist ja lame. Dann helfe ich dir so. Oh Gott, wo hat die denn hingeschossen? Ah! Ist jetzt gut. Klar? Hat die jetzt noch. Wie viele Beine hat die denn? Alter. Nicht getroffen. Wie, der zählt nicht, wenn der trifft dann. Oh. Oh. Schlimmster Kampf ever mit dir. Kann mich auch nicht aufhalten. Gott, das war knapp. Ne, so kriege ich dich nicht. Du hast noch zwei Beine, wenn ich das richtig sehe. Die muss ich noch abkriegen. Fällt das jetzt ab? Da ist ein Bein ab, ja. Hat abgefallen. Aua, du wirfst komisch. Du wirfst echt komisch. Mann. Oh nein. Wieso werfe ich so komisch? Verdammt. Aua. Oh. Ich hasse diesen Boss. Er ist so schlimm. Geh an die Decke. Mach dein Steinchen. So. Nein! Wirft komisch. Das habe ich extra komisch geworfen. Nee, so trifft man die nicht. Nimm den. Behalt den. Oh Gott, geht die jetzt ab. Mach da Verein. So. Komm. Du willst aber auch echt alles wissen. Och, nein. 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 Mistvieh. Gib mir Stein. Oh Gott. Nein. Aua. Verdammt. Oh, sie ist so ätzend. Sie ist ätzend. Sie ist ätzend. Sie ist so ätzend. Sie ist so ätzend. Sie ist so ätzend. Ich nicht treffe. Nimm das. So, geh in die Decke. Oder mach das. Und das noch das Dümmste ist, was du machen kannst. Ist gut. So. Und nochmal. Nein! So. Jetzt irgendwie Bein ausreißen? Ist ja schlimm. Huch, was soll das denn? Ah, falsche Richtung. So. Kannst du jetzt mal ein Bein verlieren? Scann dich mal einen Moment. Das ist unsere alte bekannte Mimi. Diesmal will sie anscheinend wirklich gewinnen. Ja, sie verwendet die Sammlung wie zuvor. Es scheint mir so, als ob sie einen Punkt so schnell zugelegt hätte. Schütze dich mit dem Sonnenschirm vor fallenden Rubinen. Das sind mir mehr Schaden, wenn ich mich schütze mit dem Regenschirm? Aua, ja, spring rein. Verdammt. Gucken. Ja, das rollt dann nur so ab. Nein. Aua, das schützt nicht. Nee, das schützt nicht wirklich. So. Ja. Was kann ich jetzt machen? Jetzt wüsste ich auch nicht, was die machen soll. Kann ich auf den Kopf springen? Nee, auch nicht. Oh oh. Die dauert echt lange.
Oh, du kannst jetzt mal sterben? Mal ernsthaft? Ah, oh, diese Kackrubine, ne? Und diese Attacke geht auch tierisch auf die Eier. So. Na komm. Muss ich mal sterben? Muss ich die auf den Kopf spielen? Anscheinend, weil die geht so runter, wenn man sie trifft. Moment mal. Nehmen wir den. Nein. Warte. Mach keinen Scheiß. Nein. Ah, nein, jetzt hör auf. Nein, aus. Och. Mimi. Machst du den? Das Gepiepe geht mir ordentlich auf den Sack. Nein, ohne Schirm. Ach, da ist ein Bein abgefallen. Tatsächlich. Oh Gott, das muss ich aber. So. Jetzt habe ich keine Heilung mehr. Ich drehe durch, ey. Aber ich habe diesen Todesschutz. Kacke. Boah, ist sie schnell. Geht jetzt voll ab, ja? Oh Gott, geht voll ab. Wird der Kopf immer unförmiger? Oder kommt mir das so vor? Dann müssen wir mal anfangen zu schießen. So. Hast du noch einen? Und dann kommst du runter, ja? Genau. Ja. Gott sei Dank. Ich kapiere das nicht. Besiegt von einem schwachen, verwöhnten Prinzesschen. Du. Was ist los? Hat Klein Mimi sich an den Prinzessin die Milchzähne ausgebissen? Ihr habt es geschafft, Prinzessin. Und Tippi hat schon wieder keine farbige Box. Die Leere breitet sich aus. Wenn wir weiter trödeln, sind wir erledigt. Du hast recht. Los, weiter. Tschüss. Mimi, du kannst hier nicht bleiben. Such dir einen sicheren Ort. Ja klar, als ob dich das interessiert. Ah! Tja, und das war's mit der Prinzessin. Was war das? Prinzessin! Sie geht nicht auf! Oh nein! Was tust du denn da, du Dummerchen? Was ich tue? Ich will dir helfen! Ich will deine Hilfe nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, du gehörst zwar zu den Bösen, aber ich kann dich nicht einfach fallen lassen. Wenn jemand Hilfe braucht, muss man ihm helfen, egal wer es ist. Peach. Warte, ich hab dich. Da fallen sie. Die ganze Burg hat gebebt und die Tür lässt sich nicht öffnen. Erst Bowser und jetzt die Prinzessin. Was sollen wir tun, Mario? Weitergehen. Wir müssen weiter. Wir können die Prinzessin doch nicht einfach hier lassen. Es ist schrecklich, aber es ist das Ende der Welt. Aller Welten. Wir müssen weiter. Prinzessin Peach würde es so wollen. Ja, ich denke, Prinzessin Peach würde das auch so sehen. Ich mache mir Sorgen um sie, aber sie wäre bestimmt böse, wenn wir trödeln. Alles so los, Mario. Okay. Gut. Ende des Kapitels, zum Glück. Oh. Ende des Kapitels. Bowser und die Prinzessin waren in den Tiefen von Burg Knickwitz verschwunden. Würden sie je wieder auftauchen? Hatte Mario ohne sie überhaupt eine Chance, Graf Knickwitz zu besiegen? Die Atmosphäre wurde mit jedem Schritt düsterer und bedrohlicher. Mario und Luigi bewegten sich schweigend weiter. Kapitel 8.3 Countdown der Zerstörung. Die Macht der Leere wächst, ich kann es fühlen. Das dunkle Herz ist nah.
Das Ende ist fast da. Wir müssen uns beeilen. Gut, Book nimmt jetzt in Bereiche. Erforschen wir aber erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.